Körperkult. Die meisten im Publikum werden mit diesem Begriff jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel anfangen können. Aber im Grunde ist Körperkult nichts anderes wie Tattoos oder Piercings. Natürlich gibt es noch viel mehr Themenbereiche, aber dazu später mehr. Nach wie vor ist Körperkult oder auch Körperkunst genannt ein sehr umstrittenes Thema in der Bevölkerung. Besonders alte Menschen stehen diesem Thema oft sehr intolerant gegenüber. Auf die Frage, wie stehen sie zu Menschen mit Tattoos, bekamen wir oft gar keine Antwort, weil sie nicht wussten, was das ist. Oder sehr fragwürdige Antworten wie, nun in Bauerndeutsch, die sind ja als Trottel mit den Tattoos, ein unfähiger Wappler. Aber naja. Jedoch bin ich auch Menschen begegnet, die diesem Thema sehr positiv und offen gesinnt waren. Doch was versteht man nun eigentlich genau unter Körperkult? Im Grunde kann man sagen, dass fast alle körperverformenden oder körperformenden Praktiken zum Körperkult zählen. Die geschehen meist freiwillig, aber auch unfreiwillig. Ein perfektes Beispiel dafür sind die Chiang Mai in Thailand. Das ist ein kleiner Stamm in den Urwäldern Thailands. Und es gilt als Schönheitssymbol bei den Frauen, den Hals enorm zu straffen mit einem starren Metallgesteck. Jedoch birgt diese Form der Tradition sehr viele Risiken und wird dadurch nur mehr sehr selten praktiziert. Ein anderes Beispiel, wie Sie vielleicht kennen, sind die Mursi-Frauen in Afrika. Bei ihnen ist es Tradition, riesige Teller in die Lippen zu spannen. Dies beeinflusst aber enorm die Gesichtsmuskulatur. Auch in Indien gilt Körperkunst als sehr angesehen. Piercings sind dort sehr beliebt. Wie man an diesen Beispielen sieht, ist Körperkult und prägt Körperkult die Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Diese Beispiele sind aber eher seltener Art und werden bei uns sehr selten praktiziert. Ein sehr häufig bei uns verwendetes Beispiel ist das Bodybuilding. Beim Bodybuilding versuchen Menschen durch intensives körperliches Training und spezielle Ernährung ihren Körper so muskulös wie möglich zu gestalten. Wie wahrscheinlich alle hier kennen, Arnold Schwarzenegger. Bevor er Politiker und auch Schauspieler wurde, hatte er eine große Karriere als Bodybuilder. Er zählt bis heute zu den erfolgreichsten dieser Branche. Nun aber wohl zum bekanntesten Trend des Körperkults, des Tätowierens. Ich bin mir sicher, jeder in dem Raum hat schon mal einen Freund gehabt oder hat schon mal einen Menschen getroffen, der tätowiert ist. Meines Erachtens sollte dieses Thema viel mehr thematisiert werden in den Medien, um mögliche Vorteile gegenüber solchen Menschen eben auszuschließen. Nun würde ich Sie bitten, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen. Stellen Sie sich vor, zwei Bewerber, ein Bewerbungsgespräch. Beide haben ungefähr die gleichen Voraussetzungen. Es gibt jedoch einen kleinen und feinen Unterschied zwischen den beiden. Einer ist von Kopf bis Fuß tätowiert, hat eine Glatze, ist aber sehr anständig angezogen. Der andere sieht eher Standard aus, würde ich sagen. Er trägt etwas Parfüm, hat kurze Haare und eine sympathische Ausstrahlung. Wen würden Sie, wenn Sie jetzt Personalchef wären, am ehesten einstellen? Die meisten würden sagen, den Nicht-Tätowierten. Und genau darauf will ich hinaus. Es kann doch nicht sein, dass man Menschen nur wegen ihres Aussehensbild diskriminiert und differenziert. Hierzu zählen nicht nur Körperkunst und Körperkult. Traurigerweise geht es behinderten Menschen oft genauso. Und hier muss ein Schlussstrich gezogen werden. Wir erleben intolerantes Verhalten mittlerweile nicht nur mehr im kleinen Bereich. Auch weltpolitisch gesehen geschehen viele Missgeschicke. In Anführungszeichen. Zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Meiner Meinung kann es doch nicht sein, dass man Menschen abschirmt, die vor Krieg und Gewalt flüchten, wie es in Ungarn der Fall ist. Oder dass man Zäune baut, die Menschen abhalten. Oder auch Menschenrechtsverbrechen, wie sie auch heute noch passieren. In Sarajevo hatten wir das größte Menschenrechtsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es scheint sich nichts zu ändern. Ausländische Minderheiten werden diskriminiert, gefoltert oder sogar getötet. Und das muss aufhören. Ich finde, die Welt hat ein enormes Problem mit Toleranz. Und das wollte ich verdeutlichen. Es muss sich was ändern.